Hallo liebe Community, Familie und Zuschauer, ich bin's wieder, euch Gimmat Kohn mit der siebten Folge von Horizon Zero Dawn Frozen Wildness. Und ich guck hier gerade. Vielleicht doch auf den Berg? Weil wir wissen eins von Horizon. Wenn sie was gerne verstecken, dann auf Bergen. Was ist das? Hä? Was soll das sein? Ich scanne hier die ganze Zeit das ab. Aber wo könnte es sein? Was ist es überhaupt? Und die falschen Pfeile ausgerüstet. Ja. Das hält sich eine Weile. Ja. Bin ich auch dafür, aber. Aber was ist das hier? So, machen wir hier schnell nochmal das Feuer an. Oh, Tag. Fremde. Kaja-Fremde. Nein, ich will meinem Vater nicht begegnen. Nur weil es ihm nicht gelungen ist, den Sonnenkönig zu besiegen. Möge die Sonne dir ein wenig Weisheit gewähren, Jägerin. Hier ist es sicher, aber in der Wildnis. Die Sonne lächelt für die, die sich um ihren eigenen Kram kümmern, sagt man. Oh, hallo. Ich hätte nicht gedacht, dass du mit mir redest. Keine Pause mehr eingelegt. Ich habe unglaublich viel um die Ohren. Tut mir leid. Okay. Dann haben wir wenigstens das. Und dann würde ich sagen, ich versuch's mal. Nein, aber Glück, dass der Schneefall nachgelassen hat. Ich wusste, dass da irgendwas ist. Jo. Ziege, komm her. Scheiße. Ja, jetzt schwimmen wir hier nicht fort. So. Ich glaube, ich gehe der Hauptmission weiter erstmal und den Stab tue ich dann generell dann später machen. Tierfigur. Los. Eine kleine Figur von irgendeinem seltsamen Tier. Wow. So, dann was das und dann das. Da geht's auch noch mal lang.
Okay. Das als nächstes. Wir erkunden jetzt mal diese Folge bis in die Welt und gehen langsam der Hauptmission entgegen. Das war's. Das hebe ich mir für später auf. Jo, ich bin mal weg. Die Versenker mag ich jetzt schon nicht. Flammern. So, das war meins. Versuch's mal mit der Richtung. Ich muss doch irgendwo auch einen Hinweis geben darauf. Was das ist, ich weiß ja nicht, wie das aussieht. Ich hüpfe jetzt mal blöd durch die Gegend rum. Hast du wirklich das Gefühl, dass wir Zeit haben, uns mit Fremden abzugeben? Oh. Tag. Bin ich schon mit drin? Ja. Bin ich drin, statt nur dabei. Aber was ist denn das? Ich kann auf meinem Fokus nichts erkennen. Doch, eine Vorratskiste, die ist mein. Hallo, Deutschland. Auf dem Baum ist auch nichts. Ey, was ist denn das? Mache ich das Lagerfeuer lieber. Muss mal gucken, was das ist. Steht da irgendwas in den Notizbüchern? Was das sein kann, ist die vom... Frigament, die vom Baku-Steinmalern verwendet wird. Sagt mir nichts. Gut, gesehen habe ich schon, aber... Kann man? Wenigstens kann ich die, habe ich schon mal ein paar Lagerfeuerchen erzählen, So, sorry, ich war jetzt hier gerade. Nahkampf und Feuerschutz. Oh, das könnte ich gut gebrauchen. Nahkampf und Feuerschutz. Wie konnte ich nochmal modifizieren? Ach, herstellen. Oh, bin ich doof. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht mache ich heute eine riesen Aufnahmesession. Ich wollte mich eigentlich hin teleportieren, aber... Wow. Long. Ein Hase kommt mir entgegen. Er wollte mich begrüßen. Deswegen ließ ich ihn am Leben.
Dann folgen wir mal dem Weg. Und stellen mal ein bisschen was her. Nein, ich will die Zweier. Die mit doppeltem Durchschlag, bitte. Eichhörnchen. Aber nicht, war es nicht Chip oder Chap. Chip und Chap, die Retter des Rechts. Wer kennt die alte Trickfilmserie noch? Schreibt mal das in die Kommentare. Wenn wer noch diese alte Trickfilmserie kennt. Ich weiß, was jetzt bei mir so voll ist. Rohstoffe. Bin ich noch rum. Wir reden jetzt nicht darüber, bitte. Weil ich finde es leicht deprimierend. Warte. Ja, ist was passiert? Nö, ne? Oh, lala. Jo, jo. Gibt's hier wenigstens was zum Klauen? Boah, der hat mich blöd angeguckt. Gleich aufs Maul hauen. Ja. Warum ich das gerade gesagt habe, weiß ich selber nicht. Ich habe 2 Pfeile. Ja. Alter, hier. Hier sieht man noch den Staudamm. Ja, schon nice. Also, das DLC gefällt mir ja, was optisch angeht, sehr gut. Los, klettern wir mal eine Runde. Zack, zack. Ich schaff das. Schaka. Oh, Lagerfeuer. Flammern. Schamanenwald muss hier irgendwo sein. Eine dieser Markierungen, von denen Naltok sprach. Ritual aktivieren. Jede Markierung zeigt auf die nächste. Sie weisen den Weg. Jawohl. Ich muss tiefer in die kalte, unheimliche Eishöhle. Rein. Es geht tief. Für das Windspiel. Soll der Ton den Weg leiten? Vielleicht finde ich mit dem Fokus noch mehr. Yep, der Fokus sieht die Markierungen. Wo ist dann das nächste? Hier lang.
Hoffe ich jedenfalls. Denke ich, glaube ich. Zack, 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 zack. Und da ist das nächste. Alles klar. Hey, Kamisha. Da ist wieder das nächste. Noch eine Markierung. Gut. Da. Ja. Na, ja, mal gucken. Okay, dann hier lang. Yep. Ich habe das Gefühl, ich verlaufe mich gerade. Moment. Zurück? Ja. Ich hätte bald zum Windspiel gehen müssen. Ein Windspiel? Diese Gabelung erscheint mir neu. Das scheint mir auch neu. Eloy. Auch mit dir. Nicht hier lang. Aber dann. Wohin? Verstehe. Hoch. Verstehe. Hoch. Alle ab. Na komm. Herrscher, ich muss aufpassen. Okay, hier durch. Oh. Hatte ich lange nicht mehr. Lololo. Irgendwann ein bisschen mal die Pirscher, würde ich mal sagen. Ich sehe dich. Kann ich die markieren? Alter. Der war gemein zu mir. Alter, die sind ja wirklich heftig geworden. Nein. Ja. Ich hätte die Pirscher doch nicht ärgern sollen. Nee, hätte ich doch lieber nicht machen sollen. Hm. Ich hoffe, dass
Nicht, dass ich am Anfang dann gesetzt werde. Alter, da krieg ich die Krise. No. Naja, so am Anfang ist das ja nicht. Stimmt. Habe ich. Aber dann wohin? Verstehe. Hoch. Yep. Ich glaube, die Büsche lasse ich erstmal in Ruhe. Alter Eloy, kannst du nicht mal richtig mal springen? Dann sag Bescheid. Alter. Das ist Verarsche jetzt. Mehr Anlauf. Spring, Eloy, spring. Geht doch. Den Spiel. Oh, das war's. Das ist nicht der Ausgang, aber Ausrüstung. Ausrüstung gut. Ausrüstung für Eloy sehr gut. Die Viecher wollen echt einen Nahkampf mit Eloy. Alter. Okay. Lang also. Und das ist ein Windspiel. Alles klar. Wo jetzt lang? Ah, da. Alle hopp. Gut. Das war die Höhle. Was kommt jetzt auf dem Pfad? Oh ja. Das werden wir nächste Folge sehen. Ich sag wie immer, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gematico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.